die Krankheit unserer Zeit ist, dass unterstellt wird, Antworten auf Probleme von heute müssten komplex sein. Klimawandel, erhöhte Energiepreise. Wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von einer weltweiten Suche. Einer Suche nach neuen Lösungen. Wie wird die Energie der Zukunft sein? Wird sie aus dem Meer stammen? Die Nutzung des Meeres, die Fischer in Saint-Malo haben ihr eigenes Bild von dem, was die See ihnen schenkt. Aber es geht um Meer. Es geht um Strom. Weltweit haben sich Wissenschaftler aufgemacht, die unendlichen Energiequellen des Meeres zu erschließen. Auch der deutsche Wissenschaftler Jochen Barth. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir Menschen unser Leben in Zukunft gestalten wollen, um allen eine faire Chance auf einen gewissen Wohlstand, auf ein gesundes Leben zu geben und dabei auch unsere Natur erhalten. Und das Thema Energieversorgung spielt dabei eine ganz zentrale Rolle. Wir schätzen heute, dass das Potenzial, das wir irgendwann mal nachhaltig nutzen können, bei der Meeresenergie in etwa einem Drittel des heutigen Weltstrombedarfs entspricht. Und Seaflow ist eben ein Vorläufer oder ein Prototyp, der besonders weit entwickelt ist, um diese neue Technologie der Nutzung der Meeresströmungen voranzubringen für einen großen Ausbau. Jochen Barth ist unterwegs zur Seaflow, einer europäischen Testanlage, die Meeresströmung nutzt, um Strom zu erzeugen. Er betreut das Projekt, das auch von der EU unterstützt wird. Das Meeresströmungskraftwerk in Cornwall läuft seit 3 Jahren. Heute stehen wichtige Wartungsarbeiten an. Ein gefährliches Vorhaben. Jochen Barth und seine britischen Kollegen müssen Überlebensanzüge mit Peilsendern und Klettergurte anlegen. Mit einem Schlauchboot der Küstenwacht geht es hinaus. Das Wasser ist kalt und die Strömung in der Bucht von Bristol sehr stark. Geht ein Mann über Bord, treibt er pro Minute 180 Meter aufs offene Meer hinaus. Diese starke Strömung entsteht durch die Gezeiten. Flut und Ebbe bewegen riesige Wassermassen vom Meer in die Bucht und zurück. Sie sind der Motor der Seaflow-Anlage. Ihr Herzstück ist ein Rotor wie bei einem Windrad. Die Gezeitenströmung drückt mit bis zu 3 Metern pro Sekunde auf die Flügel, der Rotor dreht sich, ein Generator produziert Strom, fast 24 Stunden am Tag. Da die Dichte von Wasser weit höher ist als die von Luft, leistet der kleine Rotor genauso viel Strom wie ein Windrad mit 40 Meter Flügelspannweite. Die ganze Konstruktion ist Neuland für Ingenieure und Wissenschaftler. Und der Standort rau und technikfeindlich. Niemand zuvor hat so etwas realisiert. Theoretisch wussten wir, dass der Rotor sich drehen und Strom produzieren sollte, aber ob das praktisch auch klappen würde, wusste keiner. Es zeigte sich, dass die Berechnungen stimmten und die Anlage tatsächlich Strom produziert. Das macht uns Mut, eine Maschine zu bauen, die Strom zu einem vernünftigen Preis herstellen wird. Von der Testanlage zur kommerziellen Stromerzeugung. Für diesen Prozess ist die Seaflow-Anlage ganz besonders wichtig. Regelmäßig werden neue Messgeräte eingesetzt. Wir hoffen, dass man in 10 Jahren hier oder in anderen Gegenden mit starken Strömungen vermehrt solche Maschinen einsetzen wird. Man könnte bis zu 10% der Elektrizität des Landes aus dieser Energieform gewinnen, aus dieser erneuerbaren Energie aus dem Meer. Kostenlose und umweltfreundliche Energie. Umweltfreundliche Energie. Für Jochen Barth beinhaltet diese Technologie eine große Chance. Die Seaflow-Anlage ist ja vergleichbar mit einer Windkraftanlage von ihrer Umweltgefährdung her. Das bedeutet, wir haben eigentlich eine relativ kleine Struktur mit einem drehenden Rotor.
Und dieser drehende Rotor bedeutet aber für Fische und andere Meeresbewohner keine Gefahr, weil die durch Ortungssysteme und auch durch Ausweichstrategien solchen Strukturen ausweichen und, was auch in den Umweltverträglichkeitsprüfungen bestätigt wurde, eigentlich keine Gefährdung größerer Meeressäuger durch diese Anlage ausgehen. Das heißt, in der Summe sind die Umweltauswirkungen sehr gering. Wir haben gute Noten für diese Technik bekommen. Ist Seaflow damit die Energiequelle der Zukunft? Sie produziert schadstofffrei Strom aus einer unendlichen Quelle. Fragen, die den Politikwissenschaftler Hermann Scheer seit 25 Jahren beschäftigen. Es gibt drei Hauptprobleme des heutigen Energiesystems. Erstens, die Energierohstoffe sind erschöpflich und werden immer teurer. Und der zweite, zentrale Grund, warum man von ihnen wegkommen muss, ist, dass bei der Umwandlung zwangsläufig Verluste in Form von Schadstoffen anfallen. Und selbst wenn es viel, viel mehr Potenzial noch gäbe unter der Erde, wir dürfen das jetzt bekannte Potenzial schon gar nicht mehr verbrennen. Das hält die Biosphäre des Erdballs, und wir sind ein Teil davon, nicht mehr aus. Und der dritte Grund ist, das herkömmliche Energiesystem produziert Abhängigkeiten existenzieller Art. Und weil ohne Energie nichts geht, bringen wenige, immer weniger werdende Energiekonzerne ganze Regierungen in ihre Abhängigkeit. Dieses ist Staats- und demokratiegefährdend. Noch gewinnen wir den Großteil unserer Energie aus Kohle, Gas, Öl und Uran. In der Bretagne ging man in den 60er Jahren neue Wege, als Öl und Kohle schon einmal teuer waren. Damals bauten die Franzosen dieses Gezeitenkraftwerk in Saint-Malo. Seit 40 Jahren produzieren die Bretonen zuverlässig Strom aus dem Meer. Leben von und mit den Gezeiten. Die Menschen hier sind eng mit dem Wasser verwurzelt. Ich bin stolz darauf, hier zu arbeiten. Und es ist für mich wirklich etwas Besonderes zu erleben, wie das Meerwasser diese riesigen Maschinen antreibt. Ich komme von der Küste. Und diese ganze Technik ist für mich wichtig und macht mich sehr stolz. Fille de la Lune, Tochter des Mondes, so nennen die Bretonen ihr Gezeitenkraftwerk. Eine sichere Stromquelle, denn solange der Mond um die Erde kreist, wird es den Tidenhub geben. Eine gewaltige Kraft, die die Menschheit für sich nutzen kann. Das Prinzip entspricht dem eines Wasserkraftwerks. Ein 700 Meter langer Damm trennt den Ärmelkanal von der Rance und bildet ein Staubecken. Bei Flut öffnen sich die Schleusen und Meerwasser strömt in das abgetrennte Mündungsdelta des Flusses. Ein Prinzip, das weltweit an etwa 100 Standorten möglich wäre. Das Besondere hier ist, dass wir das Gefälle durch die Gezeiten